willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich mir, quatschen wir wieder ein bisschen über meine, deine, unsere Probleme momentan. Wie schon beim letzten Video gesagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Thema Selbstbewusstsein. Ich möchte jeden daran erinnern, dass Selbstbewusstsein ein Prozess ist. Selbstbewusstsein kommt nicht von heute auf morgen und bleibt auch nicht, sobald du es einmal hast, sondern du musst immer wieder dran arbeiten. Weißt du, was wirklich hilft beim Selbstbewusstsein aufbauen? Fake it till you make it. Irgendwann habe ich wirklich Selbstbewusstsein gelernt. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn du so tust, als wärst du selbstbewusst, du dir ja selber irgendwie Dinge sagst. Und immer wenn man sich das so sagt, dann irgendwann glaubst du auch dran. Also das ist dieses Affirmieren, finde ich. Was auch ganz wichtig ist, ne? Man darf sein Selbstbewusstsein nicht an Dingen festlegen, die veränderbar sind, wie zum Beispiel Gewicht. Ein ganz großer Fehler, den ich gemacht habe, ist mein Selbstbewusstsein an meinem Optischen festzumachen. Also ich war sehr unselbstbewusst und dann habe ich abgenommen und mein Selbstbewusstsein ist gestiegen. Ne? Also Gewicht runter, Selbstbewusstsein hoch. Und irgendwann ist dann mein Gewicht gestiegen und mein Selbstbewusstsein ist runtergegangen. Und das ist so ein großer Fehler, weil ich bin viel mehr als nur mein Gewicht. Und heute denke ich mir, boah Debbie, du kannst für so viele Dinge stolz sein und du kannst dein Selbstbewusstsein an so vielen Dingen festmachen, außer dein Gewicht. Also hör bitte auf, dein Selbstbewusstsein an veränderbaren Dingen festzulegen. Du bist mehr als nur diese Dinge. Du bist mehr als nur dein Gewicht. Du bist mehr als nur dein Bildungsgrad. Und du bist auch mehr als nur dein Kontostand. Weißt du, was auch ein ganz wichtiges Thema bei Selbstbewusstsein ist? Verkaufe dich nicht unter deinem Wert. Wie soll ein fremder Mensch dir gegenüber treu und loyal sein, wenn du es selber nicht bist? Fang an, hinter dir zu stehen. Fang an, für dich einzustehen, für dich zu sprechen. Fang an, deinen Wert zu sehen, damit ein anderer es in dir sieht. Solange du den Wert in dir nicht siehst, wird ein Fremder den Wert auch nicht sehen. Solange du bereit bist, ausgenutzt zu werden, werden andere dich ausnutzen. Also versuch herauszufinden, was du wirklich gerne machst und was deine Werte sind und was du eigentlich nur machst aus Angst vor Veränderungen. Und ich kann verstehen, wenn du Angst hast vor Neuanfängen, aber wir müssen diese Neuanfänge machen, damit wir vorankommen. Weißt du, wenn du einmal diesen Neuanfang gestartet hast, wenn du einmal diese Veränderung zugelassen hast, dann wirst du im Nachhinein so viele Dinge sehen, die du in dem Moment nicht gesehen hast. Und am Anfang wirkt alles so riesig und unmöglich, aber vertraut mir, bleib dran und dann wirst du es schaffen. Vor allem explizit beim Studium kann ich dafür sprechen, wenn du mal eine Klausur nicht bestehst, wenn du mal irgendwie überfordert bist mit deinem Stundenplan, wenn du mal nicht alle Abgaben schaffst, dann ist das nicht schlimm. Denk bitte nicht, dass du zu dumm für die Uni bist oder nur du es nicht schaffst. Es gibt so viele Studenten, die es nicht schaffen, in Regelstudienzeit fertig zu werden, die jedes Semester irgendwelche Klausuren schieben und die nicht bei der ersten Immatrikulation schon den perfekten Studiengang für sich gefunden haben. Wenn du merkst, boah, ich mach gerade irgendwie nicht das, was mich erfüllt, dann brich ab und mach was anderes. Ganz ehrlich, du wirst es dein Leben lang machen müssen. Du musst 40 Jahre jeden Tag dich motivieren können, aufzustehen und dahin zu gehen. Ganz ehrlich, dann mach irgendwas, was dich auch motiviert, was dir Spaß macht, womit du leben kannst einfach. Lieber wechselst du jetzt, statt dich durchs Studium zu quälen und irgendwie alle Klausuren zu schieben und dann am Ende zu sagen, okay, nee, wäre ich lieber vor 5 Jahren gewechselt. Alles, was du beginnst in deinem Leben, sind Erfahrungen für dich. Diese Erfahrungen wirst du mit deinen Geschwistern, mit Freunden, mit Fremden, mit deinen Enkelkindern, mit deinen Kindern, wirst du die teilen. Irgendwann werden diese Erfahrungen dir helfen und du wirst froh sein, dass du diese Erfahrungen machen durftest. Steh hinter deinen Ideen. Wenn du Bock hast, mit Social Media durchzuziehen, wenn du Bock hast, dein Business zu starten, wenn du Bock hast, einen neuen Studiengang auszuprobieren, wenn du Bock hast, abzubrechen und eine Ausbildung anzufangen, dann go for it. Und scheiß drauf, was die anderen sagen. Du kannst nicht dein Leben nach den Wünschen anderer leben. Es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die dir versuchen, deine Idee kleinzureden, die versuchen, dich kleinzureden. Diese Menschen haben einfach nur Angst, dass du es irgendwann schaffst und irgendwann größer wirst und irgendwann diese Menschen nicht mehr brauchst. Meistens sind es die Leute aus deinem eigenen Umfeld, die dir Sorgen bereiten. Der engste Kreis sollte der Kreis sein, wo du wirklich du selbst sein könntest. Ich habe so viele Freunde verloren und dazu gewonnen und gemerkt, wer wirklich hinter mir steht. Einfach dadurch, dass ich angefangen habe, das zu machen, was ich möchte. Einfach indem ich mal geguckt habe, okay, wer supportet mich, wer pusht mich und wer zieht mich runter. Wenn du das analysiert hast, dann entferne diese Menschen. Denn Menschen, die dich nicht voranbringen, Menschen, die dich immer zurückholen, das sind die Menschen, die deine Hater später werden. Diese Menschen werden dich früher oder später eh verlassen. Diese Menschen warten drauf, bis du ganz unten bist und die am meisten brauchst und dann verlassen die dich. Bevor diese Menschen dich wirklich ganz nach unten ziehen und dann dich verlassen,
Verlass du die. Tu mir und dir selber diesen Gefallen. Zieh durch, arbeite für deine Ziele, erreich deine Ziele und beweis jedem, was in dir steckt. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dich irgendwie motivieren und dich ein bisschen hochziehen aus deiner Komfortzone. Und wenn dem so ist, dann lass gerne ein Like da, einen Kommentar und folgt mir gerne auf YouTube und Instagram. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!